Sehr geehrte Hardcore-Freunde, ich freue mich ganz herzlich, Sie heute Abend zu unserem exklusiven Videomagazin begrüßen zu dürfen. Sicherlich werden Sie schon äußerst geil auf die folgenden Privataufnahmen aus der internationalen Szene des modernen Hardcores mit ihren vielen großen und kleinen Stars warten. Wir sind stolz darauf, Ihnen wieder einmal die pikantesten Leckerbissen präsentieren zu dürfen und haben keine Kosten und Mühen gescheut, auf dieser Kassette die schärfsten, erregendsten und irrigierendsten Momente zeitgenössischer Filmkunst zusammenzutragen. Doch jetzt möchte ich Sie nicht mehr länger auf die Folter spannen und wünsche Ihnen in den folgenden 80 Minuten ein hemmungsloses Vergnügen. Can we have some more guitar, please? We'd appreciate it. Turn it way, way up. Thank you. We do appreciate it. Okay, we put out a record about a year and a half ago on a label called Positive Force. This is a song from it. It's called When I Think. Yeah.
Thank you.
chances. You don't have to think about it, right? Eigentlich zu dem Namen Jingo de Lunch? Da hat, glaube ich, überhaupt nichts zu bedeuten. So, also Yvonne hat sich den ausgedacht. Also der Henning und ich hat das ausgedacht. Schon mal kennt ihr überhaupt schon den Namen Jingo de Lunch? Können Sie sich selber ausdenken. Ich glaube, ihr seid sehr bekannt. Ich meine, das hört einfach gut an. Ne? Let's go!
Message haben Jingos. Vom Brot. Echt? Brot und Spaghetti so. Thunfisch ab und zu mal. Pizzas und sowas. Ich stehe auf Pizzas. Ja. We'll be right back.
Was macht er noch sonst außer Musik? Außer studieren, oder? Ja, genau, ich sag's schon, ja. Konsumieren einfach so. Konsumieren. Ja. Antrocken. Ja, das weiß ich eh. Kannst du mal. Oh, Sport treiben, Skateboard fahren, schwimmen gehen. Ja, genau, ey, und auf dem muss ab und zu gehen wir auch mal und so. Da sind wir noch gegen Tierversuche, das ist auch eine totale Schweinerei. Ich meine, engagiert halt, wie ich das gehört. So. Zeitschriften und Eisenbahnzeitschriften. Und ab und zu gehe ich auch kegeln. Bist du noch bereit, mit einem voll gut, Zuschauer Briefmarken zu tauschen? Ja, weniger. Ich habe die Unikarte, die ich habe, die kann sowieso keiner so schnell eintauschen. Ne? Also, braucht er es gar nicht zu versuchen. Na, ich glaube, da kommt, dass einer von deinen Zuschauern Briefmarken sammelt. Zumindest hoffe ich es nicht, ey. Und sind wir vielleicht im falschen Programm hier oder so, ey. Viele. Ach, scheiße. Ich arbeite manchmal. Du arbeitest manchmal. Genau. Die Yvonne, die arbeitet immer in diversen Nachtclubs und Diskotheken. Arr. Ja, weil die Jingles, die trinken so viel, weißt du? Jemand muss immer ihre Habit-Support machen, also alle Cocktails über dem Tisch, so die Jingles. Thank you.
los, wenn es losgeht, ne? Ah ja, wir sind die Lolitas. Wir spielen Rio. Hauptsache, du siehst gut aus für den Job. Voilà. Mumi? Die Tour schlug zwölf in der Ferne.
Musik, was wollt ihr denn von mir? Ich will ein Bier, 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 weiter nichts als Bier, 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 vielleicht noch einen Kuss, 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 aber nicht Schluss, Schluss, Schluss. Nee, glaube mir, 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 weiter nichts als Bier, 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 Bier. Sängerisch überzeugt ihr zwar Tango United, doch spielerisch war vorwärts vorwärts überlegen und da eine schöne Blutgrätsche von Kuzora Jam. Doch dich sollte alles nichts helfen. Vorwärts vorwärts schafft das 1:0, wie sie hier sehen, überlegen. Die Spieler von vorwärts vorwärts jubilierten, sie waren sich ihrer Sache überlegen und sicher. Doch es sollte anders kommen, als sie dachten. Und dessen waren wir sicher. Sie sagten, 9:0 werden wir euch schlagen. Doch dem war nicht so. Ein Einwurf von Thomas. Ein Abschlag vom Torwart. Stürmer Hamlet. Schoss direkt den Ball und leider verstolperte der Stürmer Corti den Ball. Danach erfolgte ein Abschlag vom Torwart, der nicht ohne Folgen bleiben sein sollte. Stimme Blüm schon im Angriffsposition und da kämpfte sich den Ball! Er zog auf ein Tor! Das 1:1 ist da! Wir waren sichtlich erfreut. Ernüchterung bei den Fans. Freistoß des Tango United Mülheim. Corti wird ihn ausführen. Nein, Corti wird ihn nicht ausführen. Münch ist an der Reihe. Ob er ihn verwandeln wird, wir werden sehen. Nein! Er schießt ihn in die Botanik. Es ist... Die Plätze auch größer! Warum sagt er denn solche Sachen? Und nun Tango im Angriff über den rechten Flügel. Ja, ja, Thomas. Thomas wird gleich den Ball kriegen. Thomas hat den Ball im Tor. Tor für Tango. Schön verwandelt. Da sehen wir zwei beim Ejakulieren. Tillmann kann es immer noch nicht begreifen, aber es steht 3:1. Und nun. Einwurf für Tango. Corti hat den Ball und Corti schießt aber leider knapp übers Tor vergeben. Eine wunderbare Aktion von Tango. Der Torwart von Felbert macht einen Abschlag. Da kriegt doch schon wieder dieses lange Hinschwein den Ball. Er greift an. Er dribbelt. Balloon kriegt nichts geregelt, aber Viech klärt die Situation souverän. Souverän geklärt. Und... Was sehen wir da? Ja, Kuzora klärt, aber da ist auch schon der Halbzeitpfiff. Schön, 3:1 für Tango steht jetzt zur Halbzeit. Die Fans sind zufrieden mit ihrer Mannschaft.
Und wir werden sehen, wie die zweite Halbzeit verlaufen wird. Es ist ein sehr, sehr dünner Vorsprung, aber wir wollen sehen, wie sich dieses Spiel entwickelt. Die zweite Hälfte des Spiels ist angelaufen, ein Einwurf der Fellwatter. Und nun kommt dieses Hippie-Schwein schon wieder. Er spielt ein Tango aus, er spielt zwei Tango aus, einen dritten und er... Ach du Scheiße, jetzt ist die Flautsch in den Maschen gelandet. Und sie wissen zu feiern, diese Fellwatter. Sie wissen, wie zu feiern ist. Er springt, sie springen alle diese armen Gesichter. Sie rennen zum Mittelpunkt und sie wissen eigentlich sehr gut zu feiern. Aber passt bloß auf, wie wir... Ja, Biene Meier ist auch schon aus dem Tor gerannt. Er soll bloß aufpassen, dass er nicht sein Fiasko erlebt. Jetzt kommt nämlich unsere Mannschaft Tango United. Nämlich Corti setzt an zum Angriff. Und was ist das denn? Er hat's verwandelt. Leck mich am Arsch. Er wollte doch nur reingeben. Und was hat er gemacht? Er hat das Ding reingesetzt, diese Sau. Doch, die Ernüchterung sollte zugleich folgen. Vorwärts, Felbert, ein schöner Pass. Hamlet steht ganz alleine, was soll er machen? Er wehrt ab, doch, da kommt er zu spät, um das Tor zu verhindern. Ganz alleine stand er da. 3:3 steht es nur. Was sollen die Tangos noch machen? Hamlet geschlagen im Tor, sowie der Torwart von Tango United. Die Felberter stürmen zurück, wollen ihre Deckung halten. Doch da wieder ein erneuter Angriff. Verwirrung im Strafraum und in unserem Lauf. Kommt das 4:3. Sehr schön. Die Tangos sind begeistert. Sehr schön gemacht. Die Fans stürmen den Platz. Alle erleichtert. Während Biene Meier sich in seinem Gehäuse sonnte, räkelte sich unser Kämpfer Münch schmerzverzerrt auf dem Rasen. Eine schwere Verletzung warf einen dunklen Schatten über dieses sonst so faire Spiel. Und wir können nur fragen, Münch, wie konnte es zu dieser Verletzung kommen? Nachdem ich einen Ball von Vorwärts Felbert abwehren wollte, trat mir ein Gegenspieler auf meinen Fuß, womit ich umknickte und leider verletzt ausscheiden musste. Sobald kam ein Krankenwagen bzw. ein Golf, der zum Krankenwagen umfunktioniert wurde, herangefahren, mit dem ich dann zum Krankenhaus gebracht wurde. Später wurde mir vom Arzt mitgeteilt, dass ich eine Prellung im Sprunggelenk und eine Zerrung der Bänder erlitten habe. Zum Glück kurierte ich meine Krankheit sehr schnell aus, aber demnächst werde ich nicht mehr für Vorwärts Felbert spielen können. Hier sehen wir noch meinen Rettungswagen abfahren. Nachdem die Felberter nicht mit Fußball überzeugen konnten, versuchen sie es mit Ballett. Hier ein Stürmer. Er stolperte und fiel. Und das war sehr schön zur Freude der Tangos. Doch zur Ernüchterung kam leider ein Gegenstoß der Felberter. Hier wieder das Hippieschwein mit Stirnband erschoss und erschoss ein Tor. Leider jubilierten wieder einmal die Felberter zum 4:4. Nach diesem Tor steht das Spiel auf des Messers Schneide. Die Zuschauer sind außer sich. Was wird nun passieren? Und Tango ist im Angriff. Letzte Minute des Spiels. Tango greift an über den linken Flügel. Noch einmal Chance, brenzlige Situation, blieb! Das muss der Sieg sein! Die Zuschauer stürmen den Platz! Ja, der Schlusspfiff besiegelte das 5:4 des Tango United Mühlheim gegen Vorwärts Felbert. Und wir wissen zu feiern, genauso wie ihr es zu feiern wisst. Thank you.
Thank you.
And how it's important to keep it alive, just like to dream, just like to hope and to go on living, keep on playing, keep on living. That's a little dreamer. Thank you.
wir haben eigentlich nichts zu sagen und darum sagen wir jetzt auch nichts mehr. Hans, würdest du dich mal vorstellen? Ja. Ich heiße Hannelore. Mama, ich bin's. Dann haben wir hier weiter den Oliver. Oliver, stell dich mal bitte vor. Okay, das war der Oliver und ihr seht schon, wir sind ein unheimlich verrückter Haufen irgendwie, denn ihr seht schon, guck mal, der hat sich hier beschmiert und der Oliver, der hat gerade ins Mikrofon gebissen und das zeigt schon irgendwie, dass wir Musiker ein unheimlich verrückter und ausgeflippter Haufen sind. Wir Musiker, wir könnten den ganzen Tag irgendwie nur Scherze machen und unheimlich ausgeflippt sein. Und das kommt bestimmt auch in unserer Musik rüber. Oliver, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 19. Und woher kommst du? Ich komme aus... Sag mal, Oliver, wie lange spielst du eigentlich schon dein Instrument? Und was? Ich spiele was... Sag mal, Oliver... Hans, kannst du mir mal sagen, welches Instrument du eigentlich bevorzugst? Ja. Sag mal, Oliver, macht dir die Musik eigentlich Spaß? Geht so. Uli, sag ein bisschen mehr. Ich habe keine Lust, was zu sagen. Wir haben alle eigentlich überhaupt keine Lust, was zu sagen. Und eigentlich drückt sich unser Lebensgefühl auch viel mehr in unserer Musik aus, als in dem, was wir so reden. Weil irgendwie kommt das ja so unheimlich. Matthias sagt viel und ich sag gar nicht. Und der Hans ist immer geil. Man sieht den Hans hier mit seinem Penis. Die Haare sind auch schon hinaus. Hol mal raus, Hans, komm. Da ist er. Da ist er. Frag mir Hans Penis. Würdest du den nochmal rausholen, bitte? Warum machst du gerne Musik? Ich mache immer gerne Musik. Und welche Unlust bestätigt sich dabei? Ich will immer ganz groß werden und groß rauskommen. Er möchte einmal ganz groß hinauskommen. Ja, doch. Ich bin Herr Show. Okay? Das sind meine beiden Knaben, mit denen mache ich Musik. Und wir lieben uns immer. Das ist überhaupt die Hauptsache in unserer Musik. Diese Zärtlichkeit und die Liebe. Guck doch mal in die Sonne. Wenn jetzt keiner weiß, was gemeint ist, dann weiß ich auch nichts mehr. Yeah.
Ja, und wir sitzen hier bei Matthias und wir sitzen eigentlich immer hier, weil... Wir schreiben Texte. Ist auch und lesen Sexualmagazine. Und überlegen über unsere Wir haben dann auch verschiedene Meinungen und wahrscheinlich auch ganz verschiedene Weltbilder, vor allem er. Ja. Er ist ein Realist und er mag gern die Realität und die Wahrheit. Und also der Hans ist mehr der Schrille, man sieht, also er hat sich dann fein gemacht mit einem Kamm und mit Muscheln um den Hals. Der Matthias ist aus Südfrankreich, original. Ne? Genau. Ja, ja, ist ja gut. Der Matthias ist mehr so einer der erregten Sorte. Der was? Erregten Sorte. Der erregt. Er wusste schnell erregt. Genau, der schnell erregbaren erregten Sorte. Der schnell erregbaren Sorte. Ja, ich bin mir so der Arsch und mir ist eigentlich alles egal. Ja, stimmt. Dich will auch keiner irgendwie so anfassen und so, ne? Mich will keiner anfassen. Genau. Obwohl er gern kleine Mädchen anfasst, ne? Ja, ich meine, also anfassen und angefasst, das ist immer ein Unterschied, ne? Ist ganz klar. Aber du wirst nicht gerne angefasst, das habe ich auch schon. Pass auf jetzt. Du wirst nicht gerne angefasst. Ich werde nicht gerne angefasst. Da ist dann. Jetzt erzähl mal was über unsere Musik so. Was also, wollen wir eigentlich? Ich meine, wir wollen eigentlich überhaupt nichts, weil wir sind eigentlich die Ärsche. Ja, also wir wollen eine ganze Menge und wir sind eigentlich die beste Band, die es zurzeit gibt auf der Welt. Und natürlich, jeder hat so mal seine Zweifel im Leben, aber wir sind die Besten. Ne? Ich habe kein Tempo für dich, du Penner. Und wir haben auch einen ganz neuen Musikstil erfunden. Das ist überhaupt alles ganz neu, ne? Ja, wir sind die besser. Wir sind immer lustig. Und das wir sind nämlich der lustige toll. Haufen. Ich meine, das sieht jetzt alles ein bisschen dumm aus. Wir sitzen hier rum und trinken und ab und zu... Macht ihr mal ein Interview? Ich möchte euch mal sehen, ob ihr das irgendwie besser könnt. Ach komm, das war wieder scheiße. Ja, gut, das war scheiße, aber mach mal. Aber er braucht das mal, dass man ihm sagt, das war scheiße. Ich brauche einiges. Ich brauche, dass man mir sagt, dass ich gut bin. Und ich brauche, dass man mir sagt, dass ich... nicht der Arsch bist. Genau. Und dass ich... Dass ich... Er ist echt nicht der Arsch. Nee, absolut eigentlich nicht. Wir sitzen nämlich bei ihm, also sonst würde gar keiner zu ihm hinkommen. Genau. Wenn die beiden zu mir hinkommen würden, ne? Dann würde keiner zu mir hinkommen. Gar keiner mehr. Wir sind eine total eingeschworene Gemeinschaft. Irgendwie ist Magic bei uns. Wir waren auch mal mehr, oder ihr wart mal mehr. Wir waren auch mal zu fünf. Wir waren mal zu fünf. Mittlerweile sind wir nur noch zu dritt und wir singen auch alle und klappt eigentlich ganz gut manchmal, ne? Vorher hatten wir noch den Thomas Sohns, den kennt ja auch jeder. Kennt jeder. Kennt irgendwie jeder. Kennt jeder. Ich kenne ihn auch. Natürlich kennt jeder. Ja, dann hat man noch einen anderen dabei, den kennt keiner. Kennt den einer? Kennt einer den? Den hier? Kennt keiner. Nö. Okay. Und dann haben wir noch einen gehabt, den will keiner kennen. Also mich kennt er auch nicht mehr. Und jetzt sind wir... Und er spielt auch woanders und da kennt ihn auch keiner mehr. Ja, genau. Die drei, die jeder kennt, sind jetzt... Und genau so keinen. Genau. Und wir sind jetzt... Modo City Dolls. Genau, die Toshimoto Dolls. Merkt Heimat. Denn wir unterstützen hier endlich den Motorkult. Motorkult. Toshimoto? Ja. Und... Wir kennen auch keine Grenzen. Wir spielen auch irgendwann immer so auf Konzerten meistens, ne? Ja, manchmal nehmen wir unsere Sachen und dann treten wir dann auch auf. Ab. Genau. Und auf. Dann gehen wir auch mal ins Studio und machen eine LP, die ist aber nicht überall zu haben. Am besten wendet ihr euch an den Mattes. Der kann euch dann da weiterhelfen. Die neue LP heißt Out in Space und ist wirklich erstklassig, meine Damen und Herren. See the sanity makes me hard, jungle green. Catch a heat, I will eat it. Eat a dog, I eat a snob. Animal comes out, I scream. Animal in every wide of us, human being. Heat the heat, feel the heat. The heat of the day exists real. Yeah! Every day in my life.
superstar that they will eat. Old vision, wasted meat. Eat the eat of possibilities. Monsters they can't breed. Let's hide it, no one will see. Till they all break out and scream. Let's control all human beings.
beautiful for me. Yeah.
Woche frei.